die Fraktionszwänge aufgehoben und auch da wird lebendig, leidenschaftlich, aber in der Sache diskutiert werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es handelt sich bei der Präimplantationsdiagnostik um genetische Untersuchungen am Embryo. Nicht, wie immer gesagt wird, an der befruchteten Eizelle. Denn die befruchtete Eizelle alleine kann ich gar nicht untersuchen, ohne sie zu zerstören. Es geht also um Untersuchungen am Embryo an einem weiter fortgeschrittenen Zellstadium. Ich glaube, das ist ganz wichtig, damit wir wissen, worüber diskutiert wird. Der Bundesgerichtshof hat auch nicht, wie teilweise gesagt wurde, festgestellt, dass die PID zugelassen ist oder dass wir gar das Verfahren der Präimplantationsdiagnostik zulassen müssen. Er hat in einem einzelnen Strafverfahren entschieden, dass die zugrunde liegenden Normen nicht bestimmt genug sind, eine Verurteilung herbeizuführen gegenüber einem Arzt, der Präimplantationsdiagnostik vorgenommen hat. Das ist ein ganz großer Wertungsunterschied, ob wir nicht hinreichend bestimmte Normen haben oder ob uns ein Gericht sagt, wir müssen PID zulassen. Wir müssen es nicht, sondern wir müssen hinreichend klare Normen schaffen. Und ich glaube, das ist unser Auftrag. Es besteht auch kein Wertungswiderspruch gegenüber Abtreibungen oder gar Spätabtreibungen. Es gibt Verfahren und nicht die Präimplantationsdiagnostik, sondern andere Verfahren, zum Beispiel eben die bereits genannte Polkörperchenuntersuchung, die nicht in einem späten Stadion beim Embryo ansetzt, sondern in einem frühen Stadion, bevor die Eizelle überhaupt befruchtet ist. Und dann geht es also auch nicht um die Frage, lassen wir Erkenntnis zu, ja oder nein, sondern es geht um die Frage, welches Verfahren wählen wir. Und da frage ich mich, warum müssen wir immer Untersuchungen am Embryo machen? Es gibt heute die Möglichkeit, mit der Polkörperchendiagnostik 90% der Erkrankungen festzustellen, die ich mit der PID feststellen würde. Aber in einer Situation, wo ich nur die Eizelle untersuche, also noch kein Embryo habe. Und dann frage ich mich, warum müssen wir Untersuchungen am Embryo durchführen? Ich stelle mir vor, wie würde es in 5 Jahren aussehen, wenn wir die Präimplantationsdiagnostik zulassen? Wir werden weitere Fragen mit einbeziehen. Es ist eben genannt worden, die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, weitere Möglichkeiten, beispielsweise einen Herzinfarkt zu bekommen, auch das kann ich genetisch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit untersuchen. All diese Dinge werden mit einbezogen werden. Es wird zu einem weiten, weiten Tür- und Toröffnen kommen. Und was wird in 5 Jahren passieren, wenn wir die PID verbieten? Es wird andere Untersuchungsmethoden geben, die nicht am Embryo ansetzen. Die werden perfektioniert werden. Und da erinnert mich die Diskussion sehr stark an die Diskussion der embryonalen Stammzellenforschung. Auch da hat man uns gesagt, man müsse unbedingt mit embryonalen Stammzellen forschen, sonst gehen die Erkenntnisse den Bach runter. Heute wissen wir, mit adulten Stammzellen lassen sich in den allermeisten Fällen genau die gleichen Erkenntnisse gewinnen. 75 Erkrankungen können heute behandelt werden aufgrund von Erforschungen mit adulten Stammzellen. Keine Erkrankung aufgrund von Erforschung mit embryonalen Stammzellen. Wir werden, wenn wir die Präimplantationsdiagnostik verbieten, weitere Erkenntnisse gewinnen mit der Polkörperchendiagnostik, die uns die gleichen Erkenntnisse bringen. Aber wir brauchen keine Erforschung an Embryonen. Ich glaube, dass wir heute ein klares Votum brauchen. Wir dürfen diesen Punkt nicht verschieben. Denn wenn wir heute keinen Beschluss fassen und dann auch als Gesetzgeber im Deutschen Bundestag tätig werden, dann ist es so, dass die Präimplantationsdiagnostik stattfinden wird. Und wir werden dieses Thema nicht mehr einholen, wenn ein Jahr lang PID stattgefunden hat. Ich hoffe, dass die CDU heute ein klares Signal für ein Verbot setzt, eine klare Entscheidung trifft, PID zu verbieten. Ich danke Ihnen. Patrick Sensburg aus dem Landesverband Nordrhein-Westfalen, er ist Mitglied im Bundestag und nach ihm wird Regina Göttsch.